Heute Morgen um 7:30 Uhr. Ausnahmezustand in einem Wohnviertel in Kassel. Vermummte Spezialeinsatzkräfte, bis an die Zähne bewaffnete Polizisten. Straßen werden abgesperrt. Verängstigte Anwohner hatten die Polizei alarmiert. Mehrere Schüsse seien in diesem Wohnblock gefallen. Auch Claudia Grau wird genau dadurch aus dem Schlaf gerissen. Die Beamten geben ihr und den anderen Nachbarn strikte Anweisungen. Sollten vom Fenster wegbleiben, Balkon verlassen. Ja, man wird schon ziemlich zitterig, wenn sowas in der Nachbarschaft ist, ne? Man fühlt sich schon sehr bedroht. Man weiß ja auch nie, ob mal Schrägschläge reinkommen können. Schnell wird klar, ein 56-Jähriger hat sich in seiner Wohnung in diesem Mehrfamilienhaus verschanzt. Zuvor hatte der Mann am Fenster mit einer Schreckschusspistole wild um sich geschossen. Es ist so, dass wir dann im weiteren Verlauf Kontakt zu dem Mann aufnehmen konnten, der für die Schüsse offenbar verantwortlich war. Das ist dann auch durch Spezialeinsatzkräfte geschehen, die genau für solche Situationen ausgebildet sind und auch vorbereitet sind. Was sie dann im Einzelnen gemacht haben, dazu kann ich jetzt aus taktischen Erwägungen erstmal nicht sagen. Gute 2 Stunden reden die Experten auf den Mann ein, mit Erfolg. Er hat sich dann auf Ansprache oder nach dem Gespräch mit den Kollegen tatsächlich, kann man fast sagen, ergeben und festnehmen lassen, sodass bei diesem Einsatz letztendlich auch niemand zu Schaden gekommen ist. In der Wohnung finden die Beamten eine Axt und eine Schreckschusspistole und merken, der Mann ist kein Unbekannter. Schon im Januar 2010 hatte der 56-Jährige mit einer Waffe aus dem Fenster geschossen. Damals wie heute wirkt der Täter verwirrt auf die Einsatzkräfte. Wir prüfen natürlich, ob das Verhalten in irgendeiner Form auffällig ist, ob da vielleicht eine Gefahr für sich selber oder andere besteht durch das Verhalten und eine psychische Erkrankung möglicherweise vorliegt. Das überprüfen jetzt Ärzte in einer Psychiatrie. Claudia Grau und die anderen Anwohner hoffen jetzt, dass dem Mann dort geholfen werden kann und er seine Nachbarn so schnell nicht mehr in Angst und Schrecken versetzt.